Das Abenteuer kann beginnen. In ein paar Tagen fliegen 8 junge Leute nach Chile, Peru oder Südafrika. Mit einer Mischung aus Vorfreude und Anspannung hören sie deshalb genau zu, was ihre Vorgänger berichten. Auch um vielleicht falschen Erwartungen vorzubeugen. Ich glaube, meine Erwartungen wurden übertroffen. Also es war wunderschön und ich habe so viele neue Sachen gelernt. Aber ja, die Erwartungen, was man da am Anfang hat, dass man da ein bisschen was ändert in der Schule und sowas, dass man da ein bisschen seinen Einfluss reinbekommt, das wurde nicht ganz erfüllt. Aber wenn man sich gut anpasst, kann man Stück für Stück neue Sachen einbringen und auch vielleicht ein bisschen was verändern. Weltoffen, engagiert und psychisch fit sollen die Teilnehmer sein. Bei allem anderen, Organisation, Sprachkurse, helfen diverse Orientierungs- und Vorbereitungsseminare. Im Juli haben wir dann nochmal eine Vorbereitungswoche, wo es dann um ganz viele Themen geht, wie zum Beispiel interkulturelle Kommunikation, wie reagiere ich in bestimmten Situationen, die vielleicht von unterschiedlichen Menschen anders eingeschätzt werden oder anders mit umgegangen wird. Auch sowas wie Thema Fremdheit, wie fühle ich mich denn vielleicht in einem fremden Land. Thema Armut ist auch ganz wichtig. Auch sowas wie Selbstverteidigung oder Selbstschutz, dass die Freiwilligen wissen, sie sind vorbereitet und es kann quasi nichts passieren, beziehungsweise wie bewege ich mich denn auf der Straße zum Beispiel, dass ich nicht in gefährliche Situationen reinkomme. Zum Aussendungsgottesdienst sind auch Eltern und Geschwister gekommen. Pfarrer Ulrich Lindl bestärkt die jungen Freiwilligen in ihrem Engagement für die eine Welt. Es gibt ein schönes irisches Sprichwort, das sagt, Fremde sind Freunde, denen wir noch nicht begegnet sind. Und ich glaube, gerade dieses Weltwärtsprogramm ist ein Programm, das Freundschaft ermöglicht, über alle Grenzen weg. Und vor allem, die jungen Leute schenken sich Zeit, Erfahrung zu sammeln. Und vor allem, sie werden gebraucht. Dort, wo sie hinkommen, werden sie erwartet. Und das, was sie tun, dieser Weltfreiwilligendienst, kommt vielen Menschen in Chile, Peru und auch in Südafrika zugute. Florian war in einem Waisenhaus in Südafrika, in dem 26 Kinder zwischen 7 und 20 Jahren leben. Er hat mit ihnen die Freizeit verbracht, Ausflüge gemacht, einen Gemüsegarten angelegt und gepflegt. Was ich von den Leuten gelernt habe, ist, dass die eigentlich wahnsinnig gelassen sind. So, die haben oft nicht viel, gerade im Township, haben nicht viel an Wertgegenständen oder kein Geld und nicht viel an Besitz, aber sie sind trotzdem immer glücklich und gelassen und obwohl sie eigentlich oft auch alles verloren haben oder Angehörige umgebracht wurden oder die Kinder, die ihre Eltern verloren haben, sind trotzdem, machen die sich da deshalb keine großen Gedanken und sind deshalb nicht die ganze Zeit traurig, sondern leben einfach weiter und sind glücklich und freuen sich trotzdem, dass sie da sind. Darauf freut sich jetzt Felix. Der Verein Dummelang aus seinem Heimatort Dinkelsbühl unterstützt seit Jahren genau dieses Straßenkinder- und Waisenhausprojekt. Ich war schon jahrelang selber Sternsinger und da haben wir immer Geld gesammelt für das Projekt, wo ich jetzt hingehe. Und das ganze Projekt wurde uns vorgestellt und deswegen ging es immer zu 100% auch dorthin und das war immer sehr spannend dafür zu sammeln. Und während die 8 neuen Freiwilligen in ihren Ländern sind, läuft hier schon wieder die nächste Bewerbungsrunde für 2018 an. Bewerbungsfrist ist der 15. Oktober.